44 Tonnen schwer, 11,20 Meter lang, 20 Tonnen kann er heben, durch Umbau sogar 30. Zwei dieser Kräne besitzt die Berufsfeuerwehr München, stationiert auf den Wachen in Neuperlach und Pasing. Alle beide waren bei einem der spektakulärsten Unfälle der letzten Jahre im Einsatz. Am 11. April 2015 durchbrach ein LKW auf der A99 eine Brücke und drohte auf die Feldmochinger Straße zu fallen. Ja, da sieht man mal die Wichtigkeit von diesen Kränen der Feuerwehr. Da ist ein LKW beim Unfall dann letztendlich in Schlingern geraten, umgestürzt und die Böschung runtergestürzt. Und der Fahrer war in dem Fahrerhaus noch eingeklemmt. Und das Fahrzeug musste gesichert werden, schon für die Rettungsarbeiten. Und aufgrund des großen Gewichtes mussten dann auch beide Kräne zum Einsatz gebracht werden, die das Fahrzeug dann stabilisiert haben, sodass man auch den Fahrer sicher befreien konnte. Doch der Feuerwehrkran kommt bei schweren Lkw-Unfällen nicht immer zum Einsatz. Sehr zum Leidwesen der Feuerwehr, die gerne viel häufiger mit ihm vor Ort helfen würde. Aber sie darf Bergungsunternehmen aus der freien Wirtschaft nicht das Geschäft verderben. Wenn es um Menschenleben geht, dann sind wir klar die Nummer eins. Wenn es halt dann heißt, bloß auf Zeiten rammen, oder dann müssen wir schon aufpassen, dass man dem Bergunternehmen da nicht die Arbeit wegnimmt. Also da darf man uns ab und zu ein bisschen mehr wünschen, aber es geht leider nicht, rechtlich gesehen nicht. Der Kran ist aber nicht nur bei Unfällen mit Lastkraftwagen ideal. Auch wenn beispielsweise eine Trambahn aus den Gleisen gesprungen ist, kommt er zum Einsatz. Oder wenn schwer übergewichtige Personen aus einem oberen Stockwerk geborgen werden müssen. Dafür gibt es den Rettungskorb. Dieser wiegt bereits 110 Kilogramm, dazu eine Trage mit 70 Kilogramm. Damit können Personen, die bis zu 350 Kilogramm wiegen, über ein Fenster nach unten zu einem Rettungswagen schonend transportiert werden. Normalerweise, wenn wir an die Hausfront oder an den Balkon hinkommen, haben wir unseren kleinen Rettungskorb. Das ist so eine kleine Eigenentwicklung von uns, was wir da mal seinerzeit gemacht haben. Und wenn es schwierig ist, dass das Fenster zurückgesetzt ist, zum Beispiel eine Dachgaube oder sowas, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir mit einer Schleifkorbtrage einpendeln, nennt man das, dass man den Korb weglässt, aber dann braucht man auch wieder die. Eigentlich braucht man bei beiden Systemen die Höhenretter, aber bei dem anderen hängt der Retter halt dann nur am Korb dabei. Und im kleinen Korb können die ganz bequem stehen und den Patienten betreuen. Damit der Feuerwehrkran vor Ort relativ schnell einsatzbereit ist, braucht es ein Team bestehend aus 4 Personen, einen Rüstwagen, auf dem allerlei Material transportiert wird, dazu die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs. Zweimal im Jahr hat der Feuerwehrkran ganz besondere Einsätze, das Aufstellen des Maibaums sowie des Christbaums auf dem Marienplatz.